Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Bist du eigentlich auch gegen Verschwendung? Na klar. Super, ich habe noch 180 Kondome, die gegen Ende des Jahres ablaufen. Das Leben des Moses soll verfilmt werden. Wird wohl ein Mehrteiler. Hören Sie auf, Witze über meine Krankheit zu machen. Ach, sowas muss man mit Humor nehmen. Nach der Intimrasur ein Aftershave benutzt und schon war der Tanzstil Gangnam Style erfunden. Freunde sind wie Bäume, wenn man sie zersägt, sind sie tot. Freunde sind auch wie Schnee, wenn man sie anbegilt, verschwinden sie. Mein Opa hat immer gesagt, bei kleinen Problemen hilft der Fachmann, bei großen der Flachmann. Opa, bester Mann. Ist dein Pulli aus Kamelhaar? Nein, wieso? Weil du so schöne Höcker hast. Habe ein Porträt einer jüdischen Familie gefunden. Sehr wertvoll, meinte ein Kenner. Jetzt frage ich mich, soll ich es aufhängen oder an die Wand stellen? War letztens bei DM an der Kasse und kaufte mir mehrere Packungen Kondome. Die Frau an der Kasse sah mich an und fragte, ob ich einen schönen Abend haben werde. Ich sagte, nee, heute Abend ist Kindergeburtstag. Ihr Blick unbezahlbar. Oh mein Gott, das ist furchtbar. Nein, die Klage ist durch. Mit Pädophilen ist nicht zu spaßen. Verteidiger? Aber Herr Richter, Sie kennen das doch. Manchmal sind die Augen größer als das Loch. Kevin hat gerade den Tisch mit der flachen Hand abgewischt. Wozu braucht man einen Lappen, wenn man einer ist? Woran merkt man, dass ein Asiate bei dir eingebrochen ist? Deine Hausaufgaben sind gemacht, dein Computer ist geupdatet und deine Katze ist weg. Sky gekündigt. 60 Tage lang. Komm zurück, wir haben dich so lieb. Tag 61. Schick sofort den Receiver zurück oder wir hacken dir dein Bein ab. Vorstellungsgespräch bei Starbucks. Hallo, mein Name ist Tom. Hallo Ron, mein Name ist Jenny. Freut mich sehr, Penny. Gratuliere John, Sie haben den Job. Merke, einem wütigen Kleinwüchsigen zu sagen, dass er halblang machen soll, ist sehr gefährlich. Die Bissspur am Knie tut immer noch sehr weh. Ich hole meinen Freund immer einen Döner, bevor wir feiern gehen. Vertrauen ist gut, Knoblauch ist besser. Wenn du 15 Minuten auf deiner Hand sitzt und dann einen Test schreibst, fühlt es sich so an, als ob jemand anderes deine Eltern enttäuschen würde. Sohn läuft heulend zu Mama. Ah, Mama, Opa hat mir eine Backpfeife gegeben. Der Opa kommt vorbei. Lüg nicht, sonst bekommst du noch eine. Weihnachten. Wer auch immer für diesen jährlich wiederkommenden und völlig unnötigen Stress verantwortlich ist, sollte gekreuzigt werden. Du bist komisch. Ich weiß. Nee, nicht so haha komisch, sondern eher so komisch wie der Nachbar, der nachts bei dir klingelt, weil sein Aquarium brennt. Lustige Witze gibt es immer freitags um 17 Uhr. Mit einem Daumen hoch würdest du mich grandios unterstützen. Und wenn du gerade neu hier bist, abonnier doch meinen scheiß Kanal. Bis nächste Woche.